Nekromanzer sollte nur Untote beschwören können und nicht irgendwelche Maschinen. Deshalb finde ich diesen Eisengolem ein bisschen, weiß ich nicht, nicht lore-akkurat sozusagen. Tut voll deine Immersion ruinieren. Ja, irgendwie schon. Ja, das ist so ein bisschen was, weißt du? An dem Vieh ist nichts untot. Das ist ja nicht mal lebendig. Aber du kannst ja irgendwie so ein Knochengolem kannst du ja auch nehmen, ne? Ja. Also anscheinend ist der, weil ich so, ich habe mich mal ein bisschen umgeguckt im Internet, anscheinend ist der Blutgolem der nutzloseste von den dreien. Dann mach den nicht nutzlos. Denn es ist deine Aufgabe, den brauchbar zu machen. So, heute kriegen wir auf jeden Fall Level 50. Bin mal gespannt, wie das aussehen wird. Ja, ich auch. So. Warum bewegt sich das? What? Ja, weiß ich nicht, hier der Steingrab der Erinnerung. Bei mir bewegt sich da irgendwelche Sachen da drin. Was ist denn das? Ja, dieser komische, bewegt sich da auch was bei dir? Ja. Was ist das da drin? Sind das Leute? Naja, das sind vorher nicht so. Ja, so Zettel oder so, irgendwie sowas. Also Klamotten sind da im Winde am Wehen. Da wäre da einer drin, der ist die ganze Zeit mit dem Arm am Rumschlagen. Ah, ja. Jemand hat diesen Grabstein auf mich draufgepackt, aber ich bin noch nicht tot. Boah. Ich muss warten. Er ist aber irgendwie wieder nicht abgehakt hier. Wir waren ja letztens hier in dieser Dungeon mit dem tiefen Wurzel. Ist schon wieder nicht abgehakt. Weiß nicht, ob sich das hier jetzt mal resettet oder irgendwie sowas. Ich weiß es auch nicht. Oh, nee. Oh, das ist ein Gegner. Da ist, ob ich auch mal mit Skins, womit sehe ich voll cool aus. Oh. Nein, der geblieben ein Stück. Oh, schon wieder am Ballrock. Aha, wo ist das? Also gar nichts. Hm. Oder mein hier schon wieder. In dieser Welt zu leben ist ganz schön nervig sein. Ja, alle zwei Sekunden, wenn du nicht bewegst, hast du Gegner. Aber wir müssen jetzt die Typen hier erledigen. Von denen diese Feen hier kommen, diese Blutstränge. Dun, 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 dun. Respawn. Ich brauche mehr Wut. Oh Gott. Was passiert? Weiß nicht. Wir haben voll viel Schaden genommen. Ey, ich bin doch hier jetzt mehr Schaden. Ich habe keine Wut mehr. Ah, genau das meine ich. Ja, das war aber nicht, weil so viel Schaden gemacht hat. Irgendwas anderes war das. So, ja. Boah. Was? Er hat es geschafft, den Mann. Schlagart, der ist entkommen, glaube ich. Der Unaufgestiegene ist entkommen.
Okay. Stippenband. Aus mir kommt was raus. Nice. Oh, ein Bastardschwert. Bei mir ist das nur ein Schild. Ich muss warten. Dann gehen wir mal hier rein. Senke des Elends. Ja, das. Man kann nicht mal irgendwas einen netten Namen haben. Ja, oh, keine Ahnung. Die Grube des Wohltuens. Dieser Golem, der Eingolem, der hat so mit seinem Schlagangriff hat der einen Stun-Effekt. Ja, okay. Ich habe kaum noch Brot. Tut er auch Angriff auf sich ziehen? Nee. Ja, das ist der Knochengolem, der hat so eine Fähigkeit, der kann gegnerische Angriff auf sich ziehen. Oh, ich bin ja der Tank irgendwie, glaube ich, so ein bisschen. Überlegen, ob ich mir so eine Crowd Control Fähigkeit holen soll. Erstmal Level 50 erreichen. Dann müssen wir uns, glaube ich, Gedanken machen. Ja, die Fähigkeiten spielen dann weniger eine Rolle, sondern mehr unsere Werte, glaube ich. Ich bin noch nicht bereit. Ja, auch gewesen. Das Wagen. Ich habe nicht genug. Das ist nicht mal weit. Ich bin noch nicht bereit. Was auch immer mich vor. Abgenutztes Tagebuch. Etwas nagt von hinten an meinen Augen. Also hat Tagebuch hier eingesammelt. Von meinem Clan. Ja, ja. Hab ich. Okay. Kampf verlieren. Und dieser Krankheit. Das ist ganz praktisch, die Fähigkeit von dem Golem. Bis dann. Damit ich mein Volk retten kann. Es war ein Fluch. Ich war gezwungen. Wo kommt ihr dann her? Alle Sterne, die ich liebe. Aber das ist nicht, wird nicht das Ende sein. Die Erde wird das nicht zulassen. Ich glaube, der Grund, warum irgendwie vom Leute, warum Necromancer Golems und so
beschwören können, ist wahrscheinlich, weil irgendwie ich nehme jetzt mal irgendwie an, so die Toten, die du beschwörst, die werden irgendwie so aus Lehm oder Erde oder irgendwie so weit gemacht. Ja, aber der ist aus Eisen, weißt du? Ja, Lehm, Eisen. Ich muss warten. Das ist wie ein Avatar. Erst kannst du Erde beherrschen, dann kannst du Eisen. Autsch. Gideon. Kannst du ausschalten. Aua. Oh. Ah. Aua. Tunnel von Duodora. Du kannst sogar gucken, Daniel, was diese hier Sachen wie Stärke, Intelligenz und Willenskraft bewirken, ne? Ja. Stärke erhöht den Fertigkeit. Intelligenz erhöht den Fertigkeitsstand. Willenskraft erhöht die Ressourcenerzeugung. Erhöht die erhaltene Heilung. Ah. Und Geschicklichkeit erhöht die kritische Trefferchance. Wie guckst du halt danach? Und erhöht auch die Ausweis. Gehst du auf, er wurde dein, auf deinen Charakter und dann steht da L oder Analogs, ich weiß nicht, welcher Stick das bei dir ist. Da steht Werte und Materialien. Ach da. Ah, Hauptwerte. Ah. Und steht dann hier Stufe, Stärke, Intelligenz, Willenskraft und Geschicklichkeit, dann drüber gehen. Okay, bei mir tut Intelligenz nur Widerstand gegen Schadensarten reduzieren. Okay. Bei mir steht Intelligenz erhöht den Fertigkeitsschaden und erhöht Widerstand gegen alle Schadensarten. Ja. Willenskraft erhöht Ressourcenerzeugung um 2,3%, ja, ja. Erhöht die erhaltene Heilung, Überwältigungsschaden. Genau. Stärke erhöht Fertigkeitsschaden und Rüstung. Ich wäre beinahe hops gegangen, statt vier. Fucking hell. Die explodieren dann, ne? Ja, ja. Der hätte mich beinahe gewatschottet. Ja. Alter. Ich habe nicht genug Mut. Da sind wir gestanden. Okay. Ich bin noch nicht bereit. Oh, ja, mal was. Ich bin noch nicht bereit. Ich dreh mich und du drehst dich auch. Oh Gott. Oh. Was ist hier los? Jetzt ist schon wieder einer explodiert, ey. Ja. Autsch. Ja, da konnte ich nicht. Alter, was war das denn jetzt? Mal auf. Alter, was ist das? Ja, siehst du hier nicht den Kreis am Boden? Nur no, ein horrender Pulk. Ich bin noch nicht bereit. Du hast länger überlebt als beim letzten Mal, als wir angefangen haben zu zocken. Ja, aber ich nehme viel mehr Schaden, weißt du?
Aber du lebst noch. Ja, toll. Ich wäre schon wieder ein paar Mal drin beim Autos gegangen. Ich bin noch nicht bereit. Oh, was denn? Nein. So viele Gegner, Mann. Ich bin noch nicht. So lange kann ich mich nicht drehen. Ich habe kaum noch Boden. Alter. Ich hab den Eliten wieder an der Backe. Ich brauch hier weg von mir, Alter. Nein, gib mir die Stachelkeule. Ach, der Mann, nein. Hier kommt alle mal dran, keine Sorge. Alter. Hör mal auf hier mit euren Rasseln. Ich höre die ganze Zeit nur durch. Ich bin noch nicht bereit. Okay. Oh, ist der nächste Götze. Au. Ich bin noch nicht bereit. Boah, du komm her. Meine Herren. Ich muss warten. Ich hätte so Angriffe, die irgendwie auf mehrere Gegner gehen. Ich bin noch nicht bereit. Meinst du, oder was? Ja. Einzige, was ich habe, ist meine Ultimate und meine Drehung. Und die Drehung ist jetzt nicht so gut. Ich habe auch nicht wirklich viele. Natürlich zum Beispiel interessant, der Golem scheint irgendwie aber richtig Schaden zu nehmen. Ey. Und mein Blutgolem, den sehe ich irgendwie nie Schaden nehmen. Na, besser der als du, ne? Ich habe nicht genug Mut. Warum muss er ausgerechnet hier stehen? Hier sind die ganze Zeit diese Blitze. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Oh, plus 3 Schaden. Okay. So, habe ich doch für einen Effekt aktiviert. Ich habe irgendwas plus 30. Ah, da kann ich auch sehen, was das ist. Bonus für Spieler in der Nähe, erhalte 5% Bonuserfahrung, wenn ihr euch in der Nähe eines anderen Spielers befindet. Ah. Kannst auch da bei den Werten nachgucken. Die ganzen grünen Effekte, die wir. Ah, aus. Sorry, ich hab das aktiviert. Was ist, ich oh, pass auf! Wir beide schon irgendwie schon.
direkt auf. Ich könnte die wahrscheinlich nicht mal umbringen, aber einer von denen, es reicht nicht, um mich zu töten, ey. Ja. Dann tut sich einfach nur die Eingeweide von seinem Mantel runterputzen, wenn er explodiert ist. Na, dann noch mehr. Ich kann aber passiert auch ab. Hab ich jemand mit einer Fliege beworfen? Na, dann noch mehr. Also, rückt er in die falsche Richtung. Ich hab hier betäubt vorher. Gehen wir mal hier lang. Zum Weg. Oh, da hol ich mir. Oh Gott, schlechte Idee. Sehr schlechte Idee. So, das wollte ich machen, jawohl. Ich wollte den Schrein aktivieren, damit wir schon. Boah. Ich wollte den Schreiner gewinnen, damit ich diese Gegner da irgendwie voll einfach erledige und dann mal irgendwie überall so explodierende Typen. Ah. Sehr schlechte Idee gewesen. Oh ja, geh da rein. Mach das Ding fertig. Nein, ist abgelaufen. Ich bin noch nicht bereit. Na, vorsicht. Explodierende. Ich bin schon auf der Flucht, ey. Ja. Oh. Ich bin noch nicht bereit. Ah, Mann. Blöder. Mistköter. Ich kann mir da nirgendwo hin. Ja. Ah. Ich hoffe, ich bin ein Nudelholz zu schlagen. Mach Platz. Der platziert. Ich muss warten. Hey, der, ich. Aua, aua, aua. Oh, ich will den Todeskolben da haben. Okay. Oh, hier ist irgendwas. Aktivieren. Oh Gott sei Dank. Wir aktivieren. Ich habe halt daran erinnert, dass wir den Dungeon schon mal gemacht haben, Daniel. Ne, den hier nicht. Ich meine, da mit der Wurzel irgendwie. Der kommt mir nicht bekannt vor. Aber letztes Mal gemacht ja, haben. Keine Ahnung, wieso. Weil da ist kein Haken dran gewesen. Ich mal kurz gucken. Auf der Karte. Doch, hier ist eine Dungeon, wo noch ein Haken dran ist. Dann weiß ich nicht, wie das funktioniert. Vielleicht haben wir da noch nicht alles erledigt oder gibt es irgendwie noch eine Quest, wo wir irgendwann mal da reingehen müssen. Weiß ich nicht. Wollen wir noch mal Blutpredigt versuchen, Daniel? Ich hab die Quest mir noch mal geholt. Irgendwann später, vielleicht. Also wäre fertig. Aber wir sind ja fertig. Weiß ich nicht. Also wir haben das abgeschlossen. Ja. Ich weiß nicht, ob hier noch was zu tun ist hier drin. Na, ich hab nichts offen. Doch, oh, da, ach, da ist jetzt jemand aufgetaucht. Ja, okay. Aber das ist jetzt nicht wirklich. Da. Okay, der hält ganz schön weit aus. Hm. Was ist das hier? Soll ich da kaputt machen? Nö. Ich habe nicht genug. Ich glaube, der ist immun gegen Betäubung. Kann sein. Der reagiert überhaupt nicht, wenn mein Golem betäubt. Ja, das stört den überhaupt nicht.
Okay, da ist ja, weil das ein Boss ist, nicht machen und kein Elite, das ist ja kein Elite. Ja. Ne. Ich kann den auch nicht betäuben. Hast doch gar keine Standfähigkeit, oder? Noch meine Ultimate. Also, okay. Ich möchte mir meine Peitsche hauen beim ersten Mal. Oh Gott, viele Leute. Der hat auch so eine blöde Rasse. Willst du deinen Schnuller? Ich gebe dir einen Schnuller ins Gesicht. Kannst du an meiner Axt lutschen. Das tut ja irgendwie Trash-Talken, ey. Oh Gott, oh Gott! Das wird nämlich jetzt viel. So. Aspekte und Klammerung. Ja. Nice. So, noch irgendjemand? Okay. Dann können wir ja nach Hause gehen. Ich muss warten. Oh nein. Was du denn da beim Kopf? So kommst du als Erster an. Was du denn da beim Kopf? Ich hab den Altar da aktiviert, oder? Ja, ist ein Bonus. Nein. Ich bin so schnell, Daniel. You have any idea how fast I am? Ich bin noch nicht bereit. Ich weiß nicht, ob ich in die richtige Richtung gehe, aber ja. Ich muss dir mal so ein Video zeigen, irgendwie. Das ist irgendwie so, wie verschiedene Leute sprinten. Das ist irgendwie so ein Kanal, der macht irgendwie nur irgendwie Videos, wie irgendwie Leute am Sprinten sind. So, was man nicht machen sollte, während man sprintet. Oder sprinten in verschiedenen Kostümen. Da sieht man einfach wieder irgendwie mit so Weihnachtsmann-Klamotten und so irgendwie durch die Gegend am Sprinten. Direkt danach sieht man so, wie der Grinch am Sprinten ist. Das sieht aus, als würde der Grinch den irgendwie voll verfolgen. So, Herr Wahrsager. So. Wir haben 12% aller Aspekte freigeschaltet. Wir haben erst 3. Geil. Ich habe die runden Steine im Wald erweckt. Sie summen wieder. Ich spüre, wie die Lebenskraft erwacht. Machen wir uns direkt an die Arbeit. Helft mir, die Runensteine zu erwecken und Tur'Dulra wieder her. Ich glaube, Gott ist zornig. Geht mal jetzt schon wieder in die Scheißhöhle da rein. Berührt den Runenstein und erweckt sie alle, um das Ritual. Ich glaube, wir müssen jetzt wieder in den Dungeon rein, Daniel. Ja. Interagieren. Ich danke euch. Ihr habt diesen Ort wieder erweckt. Spürt ihr den grünen Daumen, ja? Fließt. Das ist alleine euer Verdienst. Ist das nicht schön? Ich spüre nichts. Ich spüre irgendwas Warmes. Nein. So, Obolus. Was haben wir denn da alles? Kann ich bei dir auch verkaufen? Ja. Bonk. Ah ne, ich hätte vielleicht erstmal beim Schmied. Egal. Ich bin Schmied. Nö. Egal. So, hat er schon wieder eine neue Quest? Der hat schon wieder eine neue Quest. Kann ich euch sonst noch helfen? Ihr habt
unserem Ort ein neues Leben eingehaucht. Unsere Druiden kehren zurück. Zumindest die Überlebenden. Viele sind es nicht. Ich hatte einst einen Lehrling, Aideen. Ihr Gemüt war feurig, ist vor keiner Herausforderung zurückgeschreckt. Nicht einmal vor Astaroth. Ich befand, oh, den haben wir letztens erledigt. Natürlich hat sie das nicht aufgehalten, siehe. Sie ist jetzt tot. Denn Astaroth. Der Geist ist an den Kampf gefesselt. Er ist jetzt tot, Astaroth. Wieder und wieder steht sie ihm gegenüber. Bitte. Ach, jemand ist so steif wie Clive. Alles klar. So, und jetzt müssen wir nach Geister suchen, natürlich. Ja. Sag mal zu, mit Geister ja, kennen wir uns auch. Ja, das ist gut möglich. Ich werde mal eben meine Fähigkeiten. Machen. Vegas ist so ein Pro-Gamer, der macht sich immer Gedanken über sein Bild. Ja, ich bin auch die ganze Zeit am Sterben. Ist doch gar nicht wahr, du bist kurz davor zu sterben. Du hast schon länger überlebt als beim letzten Mal, als wir angefangen haben. Ja, jetzt heute noch nicht, aber das reicht mir schon, ey. Ich habe Minderwertigkeitskomplexe, okay? Ich hasse das, wenn der Daniel mich übertrifft. Aber hat er keine Ahnung von gar nichts. Hm. Bist du der Marius? Nicht, solange ich in der Stadt bin. Okay. Das könnte jetzt ein bisschen dauern, warte mal. Ich scout schon mal ein bisschen voraus. Mit Scouten meine ich einfach nur so. Genau vor den Toren hier. Dann esse ich eben ein Bonbon. So, das nehmen wir so. Wo ist die Fähigkeit? Wo haben wir die? Gucken wir aber mal ein Fertigkeiten mal. Will ich vielleicht auch ein bisschen rum experimentieren heute. Weiter mal hin, ja. Will ich irgendwas hier wechseln, anstatt meine Drehung heute zu haben? Ich könnte ja mal den Hammer der Uhr an. Irgendwie kann ich nicht zurückerstatten. Ich habe doch nur genug Punkte. Ich kann keine Höhe, wenn ihr vorhin. Oh, bitte. Irgendwie kann ich die nicht zurückerstatten. Da müsste ich jetzt alles andere zurückerstatten. Oder ich muss erst eine andere Fähigkeit lernen. Dann mach mal, ich bin gleich fertig. Einen Moment. Dann mache ich mal steinhart weg. Dann packe ich das da rein. Kann ich immer noch nicht.
Doch, jetzt. Was sehen wir die Fähigkeit zu da? Ja, genau, da wollte ich auch noch gucken, wo ist das? Ultimativ, das. Oh, das hat nicht mal ein Element, cool. Dann ist er noch nicht mal da. Hm. Alter, warum? Jetzt kann ich dann auch nicht mehr zurück. Hm. Ja, wie funktioniert das mit dem Rückerstatten nicht so? Erstattet oder was? Ja, eine Fähigkeit wollte ich jetzt mal rückerstatten, aber geht bei mir nicht. Was steht denn dann da irgendwie? Da gibt es zwei Möglichkeiten, warum das nicht geht. Entweder weil der Knoten dann verloren ist oder weil du die Fähigkeit durch ein Equipment freigeschaltet hast. Ich will hier ja, rückerstatten. Wo stehe ich denn? Wie viele Dinger ich davon erhalte? Durch Gegenstand ein. Ja. Also durch Gegen, du kannst halt nicht ja, aber ich rückerstatten, wenn er durch den Gegenstand freigeschaltet ist. Ja, weil das ist auf Level 2. Also müsste halt ja auf Level 1 dann sein, ne? Und dann steht dann da wahrscheinlich, das geht nicht, wenn du den Knoten dadurch verlierst oder sowas. Ne? Ja, aber ich will ja die Passive von einem meiner Fähigkeiten hier, von meinen Kernfähigkeiten hier rausnehmen. Da ist dann nirgendwo da im Weg dann. Weiß nicht, dann musst du erst, also Passive, dann musst du erst die Erweiterung entfernen, wenn du eine Passive. Habe ich ja schon. Erweiterung. Du musst erst. Habe ich schon. Ganze, du kannst nicht. Du hast ja eine Passive und dann kannst geht die auch in weitere Knoten, wie du die weiterentwickeln willst. Ja, die habe ich schon entfernt, die Knoten. Ja, dann weiß ich nicht. Jetzt will ich nur die eine, wegen Sabi. Die ist ja nirgendwo im Weg. Deswegen wundere ich mich gerade. Was steht denn da? Warum geht denn das nicht? Ja, was du gesagt hast, ihr könnt keinen Knoten erstellen, wenn sie ja vorliegt sind und Knotengruppen. Ja, dann verlierst du deinen Knoten, wenn du die Fähigkeit auf Null setzt. Du mal den Punkt in irgendwas anderes investieren. Und dann kannst du das wahrscheinlich entfernen. Einen Punkt, wenn du einen Punkt in irgendwas anderes da in den Knoten von deinen Passiven da reinsteckst. Ich habe alles rückerstattet. Das ist mir zu blöd. Ich versuche mal was vollkommen Neues heute. Was haben wir denn hier alles? Ja, ich habe auch einen Punkt irgendwo reingepackt und nachdem ich den da reingepackt habe, konnte ich den schon wieder nicht erstatten. Also ich weiß nicht, woran hat. Was haben wir denn alles? Ich probiere mal ein komplett neues Ding hier. Nehmen wir das. Wofür haben wir denn eine Zweihandwaffe ein? Nehmen wir das. So, ich gehe jetzt mal alles hier noch mal durch. Eine Sekunde. Das hier will ich nehmen. Dann das hier. Noch mal Welting. Was haben wir da? Ja, für einen Schaden für jeden Wutpunkt, den ihr die Aktivierung hattet. So. Dann hier und versuchen, bleibt 3 Sekunden lang gegen eine Nähe. Mal gucken, wie oft wir jetzt sterben. Ja, das weiß ich, dass das, ich will einfach nur wissen, wie effektiv das ist. Das ist so eine Crowd-Control-Fähigkeit praktisch. Da tue ich so Leichenranken aus einer Leiche holen und da tut die Gegner betäuben und zu mich ranziehen. Mhm. Ja, gesagt, für euch meine Fähigkeit für jeden Gegner, den euch ausstammt, Schaden erleidet. Ja, warum nicht? Oh, Grüße. Hier rein, dann. Ich hab Hieb, Tritt. Hm.
Daniel, ich habe das gesehen. Immer weiter stirbt nach vorne, wo er Gegner mitschießen ihn dann hier. Immer das hier. Geeditet. Was habe ich? Du hast die letzten Parts geschnitten, Daniel. Nein. Du hast da Sachen rausgeschnitten, ich weiß das. Weil das mit meiner Solo-Nummer, Daniel, wo ich alleine zu der Quest hinlaufen wollte und ich gestorben bin. Hab ich das rausgeschnitten? Ja, das war nicht im Part drin. Ich glaube, das hatte ich gar nicht aufgenommen auch. Ah, okay. Ich nehme nur, wenn wir irgendwie was vorhaben zu machen auf. Okay. Was jetzt irgendwie ironisch ist, weil jetzt sieht man irgendwie nur, wie ich am Skillen bin. Das ist auch nicht so interessant. Und genau deshalb guckt sich keiner deine Videos an. Ja. Nehmen wir das hier. Dann. Friseur, ey. Oh, sehr gut. Na, nicht wirklich. Die hat mir die Haare verschnitten. Ich sehe aus wie ein Idiot, aber okay. Wurde mal wieder Zeit. Die wurden schon wieder viel zu dick. Ey. Was habe ich denn hier gehabt? Boom, boom. Nicht ganz verstanden. Wie kommst du eigentlich darauf, dass du dann mal Oblivion spielen willst, Daniel? Die werden nur die Grafik ein bisschen aufbessern. Die werden nicht das Spiel ändern. Ja, aber Oblivion hat mir nicht so Spaß gemacht. Für mich hat sich das so angehört, als würdest du erwarten, dass sie irgendwie, das ist kein Remake, das ist nur ein Remaster. Also die werden nur die Grafik ein bisschen auffrischen. Ja, aber keine Ahnung. Das wird immer noch dasselbe Spiel sein. Ich weiß nicht, ob das mehr Spaß macht, nur weil es ein bisschen besser aussieht. Ich suche einfach nur einen Grund, das überhaupt zu spielen. Ja. Elder Scrolls, die sind nichts für mich, dann. Ich bin nicht gut genug für solche Spiele, ganz ehrlich. Oblivion habe ich länger gespielt als Skyrim. Ja, was ich bei Skyrim gemacht habe, ich habe die Dunkle Bruderschaft Questline durchgeführt. Der hat am meisten Spaß gemacht. Ich hatte Angst in den Höhlen, Daniel. Da ist es immer so dunkel gewesen. Das ist kein Scherz. Oblivion war noch schlimmer. Da war ich ja noch jünger. In die Oblivion Gates, da hatte ich Schiss reinzugehen. Da bin ich mal durchgerannt, der, statt zu kämpfen. Ja. So, wo ist denn das? Ich meine, irgendwo konnte ich doch Leben erhöhen. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich noch habe. 3. Und ich fancy die Sachen alles Leben erhöhen, Schaden reduzieren, so weiter, so weit habe ich alles gar nicht. Ey. Ich weiß auch gar nicht, wo das gerade ist. Ich hätte nämlich gerne wieder. Bin gleich fertig. Finde gar nicht da. So, gucken, wie das jetzt abläuft. Solange ich in der Stadt bin. Ja, mal sehen. Ich habe jetzt nur zwei Fähigkeiten geändert. Ich habe mal meine Pest rausgenommen. Ey. Ich habe jetzt nur neue Fähigkeiten. Also, alles. Ja, weiß nicht. Der Wirbel, der ist doch ziemlich Standard. Eigentlich den benutzen da, glaube ich, alle oder so. Noch ein Speer. Meine Uhr an. Ah. Deine Ultimate, die war doch ziemlich gut, ey. Ich glaube, die ist sogar, weiß ich nicht. Ah. Also, schadensmäßig ist die voll der Hammer, ey. Ich muss definitiv mehr Tränke jetzt benutzen.
Ja, der Paar. Ja, wahrscheinlich. Ich habe jetzt keine Heilfähigkeit mehr. Okay. Ich spiele jetzt mal 15 Minuten damit. Dann ist der Part zu Ende. Dann sehe ich ja, mir gefällt oder nicht. Die drehen sich. Irgendwo müssen wir was machen, ne? Ja. Wir müssen Geist finden, okay. Ja. Seid ihr verwundet? Okay. Oh, eine Blutkugel. Ja. Seid ihr verwundet? Blutkugel. Ich will mit der reden. Der tiefe Wald ist sehr gefährlich, aber oh, ich bin gerade mit der am Reden. Ja, ich kann nicht mit der reden, weil ich die ganze Zeit meine Fähigkeit aktiviere. Aber es hat sich ein Stück von meinem Bein gegönnt. Habt ihr vielleicht einen Trank für mich? Ich dachte, ihr wollt jetzt fragen. Bitteschön. Ich will nicht. Sollte nach Hause gehen. Solange die Tiere so aufgebracht sind. Vielleicht kannst du nicht mit der reden, weil ich. Ich muss eine andere Taste packen, ganz ehrlich. Also ich kann nicht mit der reden. Der aktiviert die ganze Zeit seine Fähigkeit, weil hier eine Leiche ist. Ich glaube, ich muss das auf eine andere Taste packen. Ist sie noch da bei dir? Ja, aber ich kann gerade nicht mit der reden. Muss ich überhaupt mit der reden? Oder nicht? Ich habe immer noch die Quest, also ja. Ja, ich auch. Suche nach Edons Geist. Ja, ich habe hier, ich aktiviere die ganze Zeit meine Fähigkeit, wenn ich versuche mit der zu reden. Ah, da ist sie. Meine Ultimate macht ein bisschen mehr Schaden jetzt. War denn da hatte jetzt wieder explodiert oder so, nehme ich mal an. Boah. Oh, jetzt steht bei mir kehrt zu Yuin zurück. Bei mir auch. Okay. War ehrlich. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die Ultimate noch mehr Schaden macht, der ist deine Vorrede. Oder nicht, kommt mir so vor. Ich muss mich noch erinnern, welcher Knopf jetzt was macht. Oh. Damit ich stürme. Gegner so mit mir ziehen, wenn mich auf die Zustürme. Die Gegner? Ich kann auf die Zustürme und die dann so mit mir ziehen. Ich kann die so wegtackeln. Ich kann auch Gegner ziehen, ey. Du kannst das wahrscheinlich gar nicht sehen, weil du die Leichen hier gar nicht sehen kannst. Ach, ich tue so ein paar so Geister. Ich tue so ein paar Geister auf und mit denen stürme ich so auf die Gegner los. Ziemlich krasser Stop. Ich muss warten. Hm.
Terrorkarten. Blutkugeln kreieren, die mich heilen. Ja, ich habe irgendwie so einen Spießangriff. Der hier, glaube ich. Damit kann ich mich ein bisschen heilen. Ich drop so eine Leiche, da kommen da so Tentakeln raus und die Tentakeln sind die Gegner an einen Ort ziehen. Misch. Okay, ich mache definitiv mehr Schaden jetzt. Mach ich jetzt nicht mehr. Noch mehr Schaden baut eben. Ich kann sowieso hier fast alles one-shotten, ey. Ich will ganz wissen, wie das jetzt beim Bossen gleich abläuft. Baum fällt. Ich habe jetzt mehr AOE-Fähigkeiten. Nichts ist. Ich bin noch nicht bereit. Ich glaube, da waren wir schon. Gleiten. Oh, nee, hier geht's noch zur Stadt. Nicht solange ich in der Stadt bin. Warte, Daniel, lauf nicht weg. Aber Ruhm und Ehre rufen nach mehr. Ich komme ja schon. Ja, über Seil klettern, yay. Yeah. Erstmal zum gelehrten Juin. Ich habe Eadons Geist Frieden gebracht. Oh, bei den Geistern. Mein aufrichtig. Bei den Geistern. Ich sehe das kurz dann vor dem Abschluss ihrer Ausbildung. Ich hatte für diesen Anlass einen Stab fertigen lassen. Hätte ihn fast mit ihr begraben. Oh, wir kriegen einen Stab. Das fiel mir falsch. Glaube ich. Sie würden wollen, dass es in guten Händen ist, statt in der Erde zu. Mal gucken, ob der besser ist, als was du hast. Im Druidenstand. Aerons Geist. Ja, kann ich nicht benutzen.